Herr Scherer, die Enttäuschung groß heute? Ja, natürlich, Elfmeterschieße war Lotterie, aber Enttäuschung ist groß, weil man in der regulären Zeit, in der zweiten Halbzeit viel Glück gehabt habe. Und aber dann Ende zweiter Halbzeit inklusive Verlängerung war man klar die bessere Mannschaft, habe aber die Chance nicht gemacht. Die Chance nicht gemacht, können Sie dazu mehr Details sagen, was Näheres sagen? Die ganz klare Chance vom Steffen Pfeiffer, der eingewechselt wurde, ist, wo er von 5 Metern den Torwart anschießt nach Reingabe vom Pascal Pfeiffer. Dann 2-3 Mal, wo man einfach zu hoch schieße im Strafraum. Ja, die waren ja stehen K.O., da war gar nichts. Wir haben es dann einfach nicht sauber rausgespielt. Der Elfmeter-Krimi hat sich ja auch ewig hingezogen. Ja gut, das ist ein Lotteriespiel, das ist halt bitter für jeden. Wir haben uns ein bisschen vielleicht auch von dem Torwart da ein bisschen anstecken gelassen, die einzelnen Schütze, ich weiß nicht. Das macht natürlich auch clever, die Spieler ein bisschen provoziert, unser ein bisschen zu brav. Aber sie waren auch alle gut geschossen, also war schwer was zu heben. Und dann ist halt klar, dann einer muss verschießen. Das war unserer. Es war aber recht ungewöhnlich, dass es so lange geht heute mit dem Elfmeterschießen. Ja gut, wie gesagt, die Torleute haben nichts gehoben, die waren alle relativ gut geschossen. Dann gab es noch den Tumult mit dem offiziellen Spieler, wo eigentlich hätte schießen sollen. Der hat sich verletzt abgemeldet, das geht eigentlich nicht meines Wissens. Der war noch in der regulären Zeit auf dem Platz. Der Schiedsrichter haben wir informiert, hat nichts gemacht. Also normal müssen die, wo das Spiel beenden, alle schießen. Und so war es auch bei uns. Wir haben auch Spieler auf dem Platz gehabt, die nicht unbedingt Elfmeter schießen wollen. Und er hat sich verletzt abgemeldet, das geht nicht. Ist es ein Grund für Sie, jetzt den Sieg von Buckenberg nicht anzuerkennen? Nee, aber wie gesagt, ich meine, gleiches Recht für alles. Es gibt Regeln und die gilt es einzuhalten. Ob wir da jetzt im Recht sind oder nicht, das kann ich nicht beurteilen und das müssen andere entscheiden. Aber wir haben der, wo nachher eben der letzte Elfmeter nein schießt, der hat gewonnen und der hat das auch verdient gewonnen. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Gut, also das Spiel haben Sie Ihrer Meinung nach wahrscheinlich nicht verdient verloren? In der regulären Spielzeit mit Sicherheit nicht. Nachher, wie gesagt, ist das Lotterie. Wir hätten in der zweiten Halbzeit verlieren können, wir hätten in der ersten Halbzeit mehr vorlegen können schon. Aber unterm Strich, denke ich, war es bitter für uns, ganz einfach. Die Relegation ist ja jetzt für Sie vorbei. Ja. Wie geht es jetzt weiter für Ihre Mannschaft? Wir sind ab heute im Urlaub. Und was können Sie für weitere Ausblicke auf die nächste Saison vielleicht geben? Ja gut, ich meine, wir haben dieses Jahr schon einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ob wir nächstes Jahr wieder so weit, wir wollen mittelfristig in die Landesliga. Wir haben uns auch ordentlich verstärkt für die neue Runde, aber da gehört auch viel Glück dazu. Da ist es dann besser, man steigt direkt auf, bevor man in die Relegation muss. Und jetzt hat es halt nicht gereicht und weitermachen. Herr Scherer, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke, gell?